Immer wenn mich Leute fragen, wann meine Probleme mit EDS eigentlich angefangen haben, muss ich irgendwie an meine Kindheit denken. Hallo, mein Name ist Annegret, ich bin 28 Jahre alt und habe HEDS, also ein Ehlers-Danlos-Syndrom. Wenn du jetzt nicht weißt, was das ist, kannst du dir gerne meine vorherigen Videos auf YouTube anschauen. Im heutigen Video soll es darum gehen, wie sich EDS in der Kindheit bemerkbar machen kann. Da das Ehlers-Danlos-Syndrom eine sehr individuelle Krankheit ist, die mittlerweile in 13 Subtypen mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen eingeteilt ist, werde ich jetzt hier heute über meine individuellen Probleme in der Kindheit mit HEDS sprechen. Vielleicht sehen andere EDS-Betroffene mein Video und stellen wenig Gemeinsamkeit mit ihren Erfahrungen fest. Andere vielleicht mehr. Aber das ist das Besondere an EDS. Jeder Patient ist einzigartig. Fangen wir also an. Zu meiner frühen Kindheit kann ich sagen, dass schon während meiner Geburt das Wort Bindegewebsschwäche gefallen ist, als meine Mutter während der Schwangerschaft mit sehr außergewöhnlich starken Schwangerschaftsstreifen und auch während der Geburt mit einigen Komplikationen zu kämpfen hatte, die ich aus Respekt ihr gegenüber jetzt hier aber nicht weiter erläutern möchte. Wenige Monate nach meiner Geburt mussten mir laut Aussage meiner Mutter die Tränenkanäle durchstochen werden, was laut meinen eigenen Recherchen auf eine Tränenkanalsverengung zurückzuführen war. Davon weiß ich natürlich nichts mehr. Im Kindergarten spielte mein tägliches Nasenbluten, vermutlich allergiebedingt, irgendwann so eine Riesenrolle, dass ich den Kindergarten wechseln musste, weil in meinem alten Kindergarten keine Kapazität für eine tägliche Einzelbetreuung da war. Das nächste, an was ich mich erinnere, war eine grenzenlose Ungeschicklichkeit, die schon in der Grundschule für viel Ärger gesorgt hatte. Gepaart mit einer frühzeitigen ADHS-Diagnose war das eine echt explosive Mischung. Ständige Stürze, ständige Schürfwundungen, ständige Unfälle und irgendwie auch eine komische Art durchs Leben zu gehen. Ich konnte zum Beispiel die ersten Jahre meines Lebens nicht vernünftig meine Füße abrollen. Ich bin die ersten Jahre meines Lebens nur auf den Zehenspitzen gelaufen und ich konnte mich irgendwie auch nicht richtig abfedern oder irgendwie abdämpfen, wenn ich irgendwo runtergesprungen bin. Du machst dich immer irgendwie steif, haben die Leute immer gesagt, wenn sie mich bei meinen Verrenkungen beobachtet haben. Was leider irgendwann dazu geführt hat, dass ich mal bei einem Sprung aus einer unverhältnismäßigen Höhe mir irgendeinen Teil aus dem Rücken ausgerenkt habe und dann beim Arzt tatsächlich wieder eingerenkt werden musste. Trotzdem passte ich gut in die Rolle des Zirkusclowns. Mit 5 oder 6 hatte ich meine erste doppelte Unterarmfraktur, die mit Stangen geschient werden musste. Irgendwann dazwischen kamen auch meine Polypen raus, also die Rachenmandeln hinten. Zudem hatte ich häufig Mittelohr- und Nasennebenhöhlenentzündungen und meines Wissens nach schon immer Probleme mit Reflux. Ich bin sehr schnell gewachsen und war schon in der Grundschule immer die Größte. Das hatte aber einen relativ hohen Preis und wenn es einen Bilderbuchpatienten für Wachstumsschmerzen gegeben hätte, dann wäre ich das gewesen. Tagelanges Fieber, Schmerzen, grippeähnliche Symptome und meine Eltern hätten darauf schwören können, dass das Bäuchlein, was ich mir die Tage zuvor wieder so ein bisschen angefuttert hatte, ich das irgendwie danach in Körpergröße umgewandelt habe nach 3 Tagen. Als mich meine Mutter dann doch irgendwann mal zum Arzt schleppte, weil ich oft so müde war, verschrieb man mir wegen eines Eisenmangels passende Präparate und stellte nebenbefundlich einen beidseitigen, mittelgradigen oberen Fersensporn fest, also ein Überbein an meiner Ferse, was ständig zu einer Entzündung der Achillessehne geführt hat. Eine OP hätte diese Probleme zwar beseitigt, aber die Risiken dafür waren uns zu hoch, weswegen wir die OP abgelehnt haben. In der 3. Klasse hatte ich eine furchtbare Blinddarmentzündung, die ich wochenlang mit mir rumgeschleppt habe, weil einfach keine Entzündungswerte in meinem Blut zu finden waren. Diese Schmerzen werde ich nie wieder vergessen. Als das Ding dann aber irgendwann doch rausoperiert wurde, ging es mir schnell wieder besser. Bereits von Kind an stellten mich meine Eltern regelmäßig in der örtlichen Notaufnahme vor, weil ich wieder alle 2 Wochen irgendeine neue Stauchung, Verletzung, Muskelfaserriss, Prellung oder sonst irgendwas vorzuweisen hatte. Die Pfleger und Ärzte kannten mich teilweise schon und haben immer wieder Späße darüber gemacht, dass in unserem Fall doch langsam mal eine Dauerkarte angebracht wäre. Als ich auf die weiterführende Schule kam, legten dann die Allergien so richtig los. Gräser, Pollen, Hausstaub, Hasel, Birke, Insektenstiche, die auf überdimensionale Größen anschwollen und komische Farben annahmen. Und offensichtlich schmeckte dem mein Blut auch noch richtig gut, denn es verging kein Sommer, in dem ich nicht von Stichen entstellt mit langen Hosen rumlaufen musste, weil ich so viele Mückenstiche hatte. Als ich mit 14 von einem Ferienlager zurückkam und 32 Stiche am linken Bein zählte, habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Irgendwann schleppte mich meine Mutter zum Lungenfacharzt, weil meine Allergien immer mehr aus dem Ruder liefen und ich immer öfter Atemnot hatte und beim Sport irgendwie blau-rot angelaufen bin im Gesicht. Zudem war mein Kreislauf immer relativ schwach und beim Arzt wurde dann im Endeffekt Asthma bronchiale diagnostiziert und ich habe 2 Inhalatoren verschrieben bekommen für morgens und abends. Leider schlug neben den Allergien und dem Asthma zu dieser Zeit auch die Pubertät heftig zu. Und als ich meine erste Menstruation bemerkbar machte und sich eine heftige Dysmenorrhoe einstellte, führte das regelmäßig fast wieder zu Krankenhausaufenthalten. Meine Mutter, die traurigerweise wie schon selbstverständlich Profi im Umgang mit diesen Beschwerden war, half mir mit Schmerzmitteln, Wärmflaschen und dem Rat zur Antibabypille nach bestem Gewissen, mich mit dieser Situation zu arrangieren. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt schon recht groß, aber doch recht schlank war, hatte ich überall am Körper Dehnungsstreifen. An den Oberschenkeln, an den Knien, an den Leisten, Oberkörper. Aber ich habe das irgendwie immer so ein bisschen auf meine Haut geschoben, die relativ dünn aussah und bei der halt immer die Venen auch so arg durchgucken. In dieser Zeit haben sich auch meine Rücken- und Gelenkschmerzen zum ersten Mal so richtig gezeigt.
Ich sank irgendwie immer mehr in mich ein, habe immer mehr einen Rundrücken entwickelt und habe immer öfter festgestellt, dass mir nach dem Joggen die Knie und die Hüfte wehgetan haben, die Gelenke. Trotzdem liebte ich Sport und war schon immer in den unterschiedlichsten Sportvereinen aktiv, deren Mitgliedschaft ich nicht selten aufgeben musste, weil ich doch länger andauernde Verletzungen hatte. In meiner Familie war das aber irgendwie immer normal, dass irgendwie alle Gelenk- und Rückenprobleme hatten. Und deswegen haben wir der Sache auch nie wirklich eine ernsthafte Bedeutung zugeschrieben. Es gab aber auch immer wieder heftige Phasen mit Kreislaufproblemen, wenn ich mich zum Beispiel mit Freunden getroffen habe, dass es dann einfach während dem Treffen zu Synkopen gekommen ist und man den Krankenwagen rufen musste. Hyperventilation haben sie das genannt. Und ich sollte dann auf Tipp der Ärzte immer eine Tüte mit mir rumführen, um quasi meinen Kohlenstoffdioxid im Blut zu kontrollieren. Als ich dann irgendwann die Pille bekam, setzten leider die Blasenentzündungen ein. Ich hatte mein ganzes Leben vorher noch niemals eine Blasenentzündung gehabt und von einem auf den anderen Tag war sie da. Und wie man das halt so macht, geht man zum Arzt, untersucht die Sache, lässt sich gegebenenfalls Antibiotikum verschreiben und nach einer gewissen Zeit geht es wieder weg. So auch in meinem Fall. Und nach ein paar Tagen war es aber dann irgendwie immer wieder da. Und dann hast du das halt nochmal durchgemacht, das ganze Prozedere, und nochmal und nochmal. Und irgendwie wurden die Abstände immer kürzer und irgendwann hattest du das Gefühl, du hast einfach eine Dauerblasenentzündung. Und dieser Zustand ging Jahre, wirklich Jahre, also locker 10 bis 12 Jahre. Etliche Versuche, das wegzubekommen, sind gescheitert und irgendwann habe ich durch Zufall, frag mich bitte nicht wo, gelesen, dass die Pille das verursachen kann. Und in meiner Verzweiflung habe ich probiert und siehe da, Pille abgesetzt, Blasenentzündung weg. Weg. Ich nahm wieder vermehrt an Sport teil, meldete mich beim örtlichen 10 Kilometer Spendenmarathon an und habe da 2-3 Mal die Woche trainiert und nebenher noch 2 Mal die Woche im Tischtennistraining und habe immer mehr Sport gemacht und habe auch wirklich diesen Marathon geschafft, bin ihn durchgelaufen. Aber der Preis, der war so hoch, der war unbeschreiblich hoch. Mein Asthma hat natürlich dafür gesorgt, dass selbst eine halbe Stunde nach dem Marathon immer noch meine Lunge pfeifend nach Luft geschnappt hat. Meine Muskeln haben gebrannt, ich war fix und fertig, aber meine Gelenkschmerzen haben ein bis dato noch nie erreichtes Maximum erreicht. Ich habe in meinem Leben noch nie so schlimme Gelenkschmerzen gehabt wie an diesem Tag. Mit 18 musste ich mir wie aus dem Nichts einen Pilonidalsinus entfernen lassen, also einen Steißbeinabszess, den ich wahrscheinlich als Andenken bei einem Treppensturz mitgebracht hatte, bei dem ich mir Rippen, Steißbein angeprellt und Nase angebrochen hatte und was weiß ich nicht alles. Das war mit Abstand der traumatischste Eingriff, den ich jemals hatte. Es musste viel mehr geschnitten werden als eigentlich ursprünglich geplant und die Wundheilung war einfach der reinste Horror. Nach 6 Monaten offener Wundheilung und absoluter Schonhaltung war die Sache dann endlich zu, aber es hat wirklich noch Jahre gedauert, bis die darum liegende Haut an dieser Narbe wieder normal gestreckt werden konnte, ohne dass ich dachte, mir zerreißt das da hinten gerade wieder alles. Die Rücken- und Gelenkschmerzen haben aber auch in dieser Zeit nicht weiter aufgehört und haben sich immer weiter zugespitzt. Und irgendwann ging es dann los, dass ich dann Schmerzen in der Lendenwirbelsäule bekommen habe, die immer stärker wurden und dann irgendwann auch zu Lumboischialgien geführt haben, also zu Nervenreizungen oder Entzündungen, sodass du dein Bein irgendwann nicht mehr benutzen kannst. Mehrfach musste ich mich deswegen im Krankenhaus mit Opioiden in Akutphasen versorgen lassen, weil es einfach nicht mehr anders ging und selbst im Liegen einfach Dauerschmerzen da waren. Meine Orthopäden schienen aber irgendwie nie besorgt zu sein. Ich wäre halt viel zu jung, um eigentlich Bandscheibenvorfälle oder Gelenkprobleme zu haben. Sport hilft da allemal. Also gut, einige Jahre Funkstelle beim Arzt, dann hast du dich halt wieder auf deine Sportfitness konzentriert, versucht die Sachen wieder wegzutrainieren und aus dem Nichts treten dann Magenschmerzen auf. Und zwar diese Art von Magenschmerzen, bei der du dich einfach nur schwitzend auf die Seite rollst und darauf wartest, dass es vorbei ist, weil es einfach wie aus dem Nichts, als hättest du irgendwie Säure hier oben im Magen drin oder so, unbeschreiblich. Der Hausarzt nennt es Gastritis oder Geschwür, verschreibt Omeprazol, verschreibt Schonkost, sagt, probier das mal aus, dann geht's wieder weg. Und Monate vergehen und es geht immer noch nicht weg. Und da ich mir relativ sicher bin, dass die meisten jetzt ab hier meine Story von TikTok kennen, und es jetzt wahrscheinlich auch langsam ein bisschen den Rahmen sprengen würde, würde ich jetzt gerne an dieser Stelle mal einen Cut machen. Alles Weitere zur Diagnosefindung und so weiter und so fort können wir gerne noch in separaten Videos besprechen. Aber ich denke, bis hierhin ist jetzt erstmal gut. Das war jetzt auch ganz schön viel Input, glaube ich. Was für die meisten unglaublich klingen mag, können andere vielleicht so ein bisschen bestätigen. Wenn ihr andere Erfahrungsberichte habt oder ähnliche Erfahrungsberichte, würde es mich sehr freuen, wenn ihr die mit mir teilt. Dafür könnt ihr euch gerne in der Kommentarsektion austoben. Viele EDS-Betroffene müssen einen langen, beschwerlichen Weg bis zur Diagnose gehen. Fehldiagnosen und Unterstellungen sind Alltag. Und es liegt zum Großteil tatsächlich daran, dass einfach in Deutschland sehr wenig über EDS bekannt ist. Wenn du uns also wieder aktiv dabei unterstützen möchtest, das Wissen über EDS in Deutschland zu verbreiten, kannst du das gerne damit tun, indem du dieses Video teilst, likest, kommentierst oder auch gerne diesen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um auch in Zukunft keine Inhalte mehr von mir zu verpassen. Und wenn du bis hierhin gekommen bist, dann bedanke ich mich wie immer herzlich für deine Aufmerksamkeit, hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat und wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!